Hello everyone, this is Mike again for you with the outfit of the day. Today I'm wearing Orazio Luciano's suit like always, and I have one really special watch for you. This is the RM35 from Richard Mille, and today Paul is following me und wir schauen einfach mal, was heute denn so passiert. Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen damit zur 7. Folge dieses Formats, ein Tag im Leben von, und dieses Mal ist es soweit, the man himself, Marc Gebauer, aka Cologne Watch, ist heute am Start. Ich werde mich jetzt aber auf dem Weg nach Düsseldorf zu Marc machen und ihn heute einen Tag begleiten. Erstmal, wenn ihr noch am Gewinnspiel für die Presets teilnehmen wollt, dann geht auf jeden Fall in die Videobeschreibung und checkt den Kongster Instagram Channel ab, um an dem Gewinnspiel mit dem Bild und den Presets weiter teilzunehmen. Wenn ihr nicht kennt, ihr kennt ihn vielleicht aus den Videos von InScope, Sascha, Justin und so weiter und so weiter. Und auch zum Beispiel Justin hat schon die ein oder andere Uhr bei ihm gekauft oder auch Leute wie iCryMax, Monte und so weiter und so fort. Und weil er eben selber auch YouTube macht, ist er einfach eine super interessante Schnittstelle zwischen so einer alten Welt, sowas klassischem wie Uhrenverkauf und aber auch Social Media, und macht das gleichzeitig aber auch mega erfolgreich. Deswegen super spannende Sache, mit ihm heute was zu machen. Ich will jetzt gar nicht lang rumschlagen und mache mich direkt auf den Weg zu ihm. Ja. Was geht ab? Alles gut. Ja. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du es eingerichtet hast, dir die Zeit nimmst für das Video. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Marc, ich habe die eine oder andere Frage heute für dich vorbereitet, aber alles nach seiner Zeit. Erstmal, wie spät ist denn jetzt gerade ungefähr? Wir haben jetzt 8.30 Uhr, wir sind schon relativ spät dran, weil wir müssen noch vorher in ein anderes Büro. 8 Uhr, ist schon Viertel vor. Oh. Und jeder weiß, wie der Morgen beginnt. Von daher, ich habe mit allem auf dich gewartet. Sehr cool, sehr cool. Geiles Ding. Oder willst du den Leuten kurz sagen, was heute ungefähr geplant ist? Was ist so auf der To-Do-List? Wir müssen erstmal gleich den ersten Post des Tages machen, was ich so anhabe heute und so. Normalerweise trage ich jetzt keine Hose, aber ich habe das cool. Das Video extra. Und dann. Danach geht es direkt weiter ins Büro. Wir müssen noch ein paar Sachen abholen, die ich verkauft habe. Ich habe jetzt neben Cologne Watch noch Handel mit eBay, da verkaufe ich so Parfums und Secondhand. Das mache ich, meine Frau. Ja. Aber ich verschicke das meistens. Danach gehen wir zum Laden, machen alles klar Schiff, und um 12 Uhr geht es dann zur Moschee. Heute ist Freitag, das heißt, Freitagsgebet steht an. Danach kommen wir wieder zurück. Ja. Und ich weiß nicht, es hat sich eigentlich ein Kunde angekündigt, der sehr wichtig ist, eigentlich unser bester Kunde, den wir im Geschäft haben. Oh. Und für den, bei dem geht es immer richtig rund. Standardskill. Nee. Und okay. Im Anschluss haben wir den ganzen Alltag. Und dann hinterher habe ich noch Arabischunterricht. Geil. Mega cool. Die ganze Zeit beschäftigt dich, mega, mega cool. Und ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, was ich heute anziehe. Heute machen wir ein bisschen was mehr Klassisches. Also ich habe die meisten Hemden halt zweimal, von daher das, was ich jetzt anhabe, habe ich schon. Und die Hose habe ich natürlich schon an, ich kann den Abonnenten ja nicht verarschen. Ne? Die Hose habe ich schon, ich wusste schon, was ich anziehe. Und jetzt gucken wir nochmal meine Krawatte. Oh wow. Man muss dazu sagen, ne, ich habe das ja Ganze ja schon seitdem ich 18 bin. Daher seit dem Tag an habe ich Krawatten und so weiter schon gesammelt. Dann müssen wir noch einen Gürtel raussuchen, ein paar Armbänder. Und natürlich den unwichtigen Part der Uhr. Die Uhr, da ich in der Regel halt nichts zu Hause habe, ich habe jetzt noch eine von gestern, aber normalerweise habe ich halt eher weniger zu Hause, so ein Sicherheitsthema. Zu Hause gibt es keine Uhren, leider. Ja, das ist schade, weil natürlich vom Outfit her würde ich auch dann manchmal eher meine Uhren halt tragen, aber es geht halt nicht. Die meisten Uhren, die du trägst, sind das eher welche, die du im privaten Besitz auch hast, oder welche, die du dir aus dem Laden sozusagen, die gerade im An- und Verkauf sind, die du davon annimmst? Das sind eher Sachen, die ich aus dem Laden habe, weil einfach, ich habe zwar manchmal meine Uhren, aber ich sag mal so, es wäre ein bisschen langweilig. Ich habe jetzt nicht so viele, ne? Das sind am Ende, ich glaube, 8-9 Stück. Ach, krass. Und dann, Das ist sozusagen der Tisch, wo du immer den Insta-Post dann Insta mache ich hier die Fotos für. Klar. Ich dachte schon, ist das immer Zufall oder immer geplant? Also es ist mehr oder weniger beides. Stilmittel auch. Ja, es hat sich irgendwie so etabliert. Good morning everyone, this is Marc again for you on the next day. Today is Friday, so a lot will happen today. And what can I say, yesterday evening, it was just amazing with all these guys in one place. Ja,
Da hat Marc dann die Stories fertig gemacht, Instagram-Bild und so weiter. Das kennt ja alles. Genau so sah das dann aus. Und dann hat er sich auch wirklich nochmal angezogen. Da im Hintergrund seht ihr übrigens seine Frau, Victoria. Sehr, 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 sehr freundlich. Also werdet ihr im späteren Verlauf des Tages auch nochmal sehen. Und dann direkt runtergegangen ins Auto. Und dann ging es auch schon los zum Lager. So, Marc, ich habe gerade gesehen, du hast jetzt auch gerade Musik angemacht. Ja. Das ist natürlich auch meine Frage, weil ich glaube, das wurde noch nicht so oft thematisiert. Ja. Was hörst du denn eigentlich privat, sag ich mal, für Mucke? Wo geht's für dich hin bei der Reise, bei der musikalischen? Eigentlich mehr so in den Elektrobereich. Also wir haben bei der Arbeit, also ich bin ja eigentlich nur bei der Arbeit so. Und ja. Von daher, da hören wir meistens so Jazz, was auch cool ist. Mhm. Mhm. Aber so privat einfach ein bisschen Elektro. So. Ja, okay. Sehr vielseitig, jetzt nicht festgelegt. Also hier ist wirklich das Lager. Ist ein bisschen viel zur Zeit. Wir haben sehr viele neue Lieferungen, unter anderem im Parfumbereich haben wir echt so viel reinbekommen. Und jetzt müssen wir die ganzen Sachen raussuchen. Dann geht es weiter zur Arbeit. Da müssen wir es verpacken, yes. Die Labels ausdrucken und dann auch noch die Fenster einräumen. Wow, crazy, Alter. Geht's dir? Ach gut, hör mal, boah, ich war gestern so... Bist du eigentlich auf Instagram? Ja, Instagram habe ich nicht gesehen. Ich verfolge dich, aber ich sag dir nicht meinen Namen, ich sag dir auch nicht, wie oft ich da reingucke. Du bist übrigens jetzt gerade auch live. Also wir sind, weil heute folgt mir jemand und begleitet mich durch den Alltag und der ist gerade mit der Kamera drauf. Servus. mach keinen Scheiß. Ja, ich habe die beiden dann nochmal in Ruhe reden lassen. Da ging es auf jeden Fall um An- und Verkauf von Waren. Und das ist mir sowieso über den Tag aufgefallen, dass Marc richtig, richtig oft dann am Telefon noch Sachen geklärt hat und Deals, sag ich mal, abgewickelt hat. Da ging es in die Düsseldorfer Innenstadt zu Cologne Watch. Ich habe ihm noch beim Einparken geholfen. Das war auf jeden Fall auch ganz, ganz riskante Nummer, wie ihr auf jeden Fall sehen könnt. Aber hat er gut gemacht. Und dann jetzt mittlerweile ist es so ungefähr 49, also ungefähr 20 vor 10. Dann sind wir in den Laden reingegangen, alles fertig gemacht und dann hat Marco noch mal kurz das Team vorgestellt. Jetzt sind wir hier im Laden und die Jungs sind auch schon da. Fangen wir gleich an. Hier vorne, das ist der Daniel. Das ist derjenige, der die Uhren bearbeitet in der Regel. Sonst, wer auch noch in Düsseldorf ist, den seht ihr immer hinter der Theke, ist der Angelo. Das ist unser Mitarbeiter, der sich um die ganzen E-Mails kümmert und Kunden berät und kompetent im Rolex-Bereich ist. Der weiß sogar mehr als ich. Ah, Ja. Das kann nicht wahr. Also, die Räumlichkeiten kennt man natürlich, ne? Genau. Die falsche Fährte. Hier sind ein paar Sachen gedreht worden. Hier unten haben wir halt ein bisschen mehr Ruhe, nutzen wir als Verkaufsraum eigentlich nicht so häufig. Auch die Modelle, die jetzt hier ausgestellt sind, sind nicht so hoch frequentiert, aber ne, so ein Raum ist immer gut zu haben. Ja. Und hier ist direkt dann die Werkstatt. Okay, also eine Frage, die ich mir gestellt habe, die hat sich jetzt für mich über den Tag schon so ein bisschen geklärt. So viel wie du Social Media machst, macht dir das gerade mehr Bock als die Uhren? Oder ist auf Uhren, ey, das ist die erste Leidenschaft so? Boah, gute Frage. Eigentlich das, guck mal, ich sehe beides als Job an. Ich kann nicht sagen, das eine mehr, das andere weniger. Ich meine, Uhren, das macht auch Spaß, ne? Aber ich könnte mir auf jeden Fall nicht vorstellen, jetzt nur Influencer zu werden und das eine aufzuhören. Niemals. Das wäre jetzt so meine Entweder-Oder-Frage gewesen, so ein bisschen so. Also, das kriege ich nicht hin. Bist du denn, sag ich mal, von dir aus drauf gekommen, dass Social Media diese extreme Wichtigkeit hat? Oder hat das jemand von außen, weil das... Ist schon geil, wie du das aufgezogen hast und dass du das erkannt hast. Also als ich damals gewechselt habe zu Cologne Watch, habe ich ja die ersten Videos direkt gemacht, als ich neu eingestellt wurde. Das Ganze hat dann eher Fahrt aufgenommen, als Emra der erste YouTuber bei mir war. Ja. Und von da an hat es jetzt halt verselbstständigt. Ne? Aber ich sag mal so, ich war mit 14 das erste Mal bei NBC Giga und von daher, das war immer so eine Affinität, vor der Kamera zu stehen. Ne? Geil. Ich habe ja auch Medienkommunikation und Journalismus studiert, so von daher. Ja. Wir haben jetzt Audemars Piguet, das ist das Fenster auch, wo Richard Mill sich drin befindet. Wir haben hier, ich hoffe, man sieht das von der Spiegelung her. Ja, hier sind so ein paar Richard Mill Modelle. Das ist momentan so das bestverkaufste Produkt, was wir haben. AP, hier ein paar Offshore-Modelle, die laufen nicht so blendend. Eher die Royal Oak hier auf der linken Seite. Mhm. Und hier ist übrigens auch die Uhr, die ich dann, wenn, an dir verkaufen würde. Entweder die Kasparov oder da links hinten die 15300. Absolut sensationelle Uhr mit einer guten Wertbeständigkeit. Und wo geht's da preislich los? Die liegen knapp unter 20. Wurde halt eingestellt, 39 mm, gibt es heute nicht mehr so im Programm. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Sache. Hier haben wir jetzt eins unserer Highlight-Fenster hier vorne, das von Patek. Und hier haben wir die ganzen Aquanauts hier oben links, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und hier unten die Nautilus, das ist eigentlich das beliebteste Modell, was aktuell so in der Uhrenbranche gibt. Das ist wahrscheinlich unmöglich für dich sozusagen. Gibt es zumindest zurzeit ein favorisiertes Modell von dir? Ich würde nicht sagen, deine Lieblingsuhr, aber... Ja. Also ich habe eine Uhr, die ich natürlich jage, schon seit Jahren. Und zwar von Audemars Piguet, die Royal Oak Skeleton. Ja. Absolute, mit der Double Balance, also die hat zwei Unruhen. Ich sag's dir, die so liebe ich einfach.
Ja, wir hatten die bisher, dieses Jahr einmal da. Die will ich irgendwann mal haben. Die ist einfach krass, ein dass du doch, nach sowas jagst, finde ich voll geil. Ja. Voll geil irgendwie. Das ist geil. Ja, hör mal, ich habe keine Lust, den Graumarktpreis zu bezahlen. Weißt du, was die kostet? Nee, tatsächlich nicht. Also im Graumarkt, die kostet Liste 45.000 Euro, aber im Graumarkt 80.000. Okay. Ja. Gibt es denn eine Uhr aus deinem Privatbesitz, wo du jetzt sagen würdest, das ist die Lieblingsuhr, die ich besitze? Zurzeit auch, oder? Die Lieblingsuhr, die ich besitze? Ja, ja, ja. Ich sag dir was anderes. Okay. Und zwar, wenn ich eine Uhr, wenn ich alle Uhren verkaufen müsste, welche würde ich behalten? Okay? Das ist perfekt. Das ja, perfekt. Genau. Und zwar, das wäre die Submariner. Die hat mir mal mein Vater geschenkt. Ja. Ist eigentlich, ich glaube, mit fast die günstigste Uhr in der Kollektion, aber ich weiß auch nicht, ja, wenn ich mir die anschaue, das ist einfach ein zeitloses Design. Wir gehen mal rein, ich zeig's dir. Wir haben gerade darüber gesprochen, ne, wenn welche Uhr meine Lieblingsuhr ist und ja, wenn genau. ich alle Uhren verkaufen müsste, die würde ich behalten. Ich habe es dir auch schon gesagt. Ich weiß es. Du weißt es? Ja. Ja. Und zwar ist es die Richard Mille, die würde ich niemals abgeben. Das wär die Uhr hier und zwar, das ist eine ganz einfache Submariner ohne Datum. Das Modell habe ich damals geschenkt bekommen, war meine erste Uhr und was soll ich sagen, ne? Die würde ich nicht abgeben, die ist so ein Allrounder. Mhm. Da macht man echt nichts verkehrt mit. Die würde ich nicht hergeben. Wenn du jetzt ungefähr eine Uhr abschätzen würdest, die jetzt zu mir passt, du hast mir dann aus Spaß vorhin die Richard Mille, aber ich sag jetzt, die auch in einem preislichen Segment irgendwo realistisch wäre, was. Also was würdest du einschätzen? Also es gibt eine Uhr, die ich sehr schön finde. Also ich sag mal so, du kannst tragen eine Submariner, mhm. die könntest du auf jeden Fall tragen, universell, mattes Armband. Natürlich sonst so, wie ich dich jetzt so sehe und so ein bisschen eckiger, würde ich halt die AP schon vorziehen, weißt du, die ist ein bisschen kantiger und so weiter. Ja, ja. Das würde ich sonst machen. Wenn wir mal von den beiden Marken weggehen, wird es ein bisschen schwieriger. Also sonst, ja, also eigentlich die beiden Uhren, hätte ich gesagt. Welche Uhr ich mir immer angeguckt habe im Bereich Rolex war Datejust in ganz Silber mit auch silbernem Ziffernblatt. Datejust? Nee, nein, nee, nee, nein, nee, nee. Datejust ist zu elegant und so. Ja, was? Echt? Ja. Ich hätte gedacht, das ist so die Everyday Rolex dann nein, so. Nein, hol dir die nicht. Nein, das ist die meistverkaufte Uhr, die wir haben. Mit der Weißgold-Lunette und so ist schon ganz okay, aber die finde ich zu glatt für dich. Ja. Du brauchst ein bisschen was mehr Ausdruck hat. Nicht, dass die andere weniger Ausdruck hat, aber das ist einfach, da gibt es andere Typen. Wenn du viel Anzug anziehst, kannst du die Datejust gut tragen, aber sonst würde ich was anderes wählen. Das mach ich gar nicht. Ja. Okay, ja, gut, dann müssen wir darüber nochmal drüber sprechen. Alles klar. Perfekt. Ja, Marc hat dann seine ikonische Outfit of the Day Story gemacht, auch direkt beim zweiten Versuch das Ding komplett durchgerockt, als ob er es jeden Tag machen würde und hatte natürlich auch die ganze Zeit Kundengespräche, also egal ob mit angemeldeten Kunden oder Leuten, die einfach zufällig, sage ich mal, reingekommen sind, in Anführungszeichen, da habe ich das nicht gefilmt, weil da ging es um mehrere 10.000 Euro und da haben die meisten Leute natürlich verständlicherweise keinen Bock drauf, wenn ich denen da die Kamera ins Gesicht halte. Das hat er aber auch die ganze Zeit gemacht und dann ging es erstmal weiter. Achso, jeder, der sich übrigens fragt, das war auch deine Frage, ja? Die Longwatch gehört nicht mir, das ist der Mann, dem alles gehört, ja. Okay, krass. Okay, dann wir gehen jetzt zu Juma, wir beide fahren zusammen und wir sehen uns alle gleich. Wenn wir jetzt in der Mitte des Tages zum Gebet fahren, passt natürlich gerade auch die Frage, wie großer Teil ist die Religion sonst auch in deinem Alltag oder in deinem ganzen Leben sonst? Ja. Ist ein riesiger Bestandteil? Ja, natürlich. Die Sache ist, es hat halt Auswirkungen. Das kann man sich halt sonst nicht so vorstellen oder auch wenn man generell mit Moslems zusammen ist und man sich immer wundert, warum kommt das Thema immer auf? Es hat damit zu tun, dass das halt in so vielen Situationen Bestandteil des Alltags ist. Also je mehr Schritte ich darauf zugegangen bin, umso besser wurde mein Leben. Kann ich nur so sagen, weißt du, was ich meine? Thema Auto, du meinst, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob es ein großes Leidenschaftsthema für dich ist? Du meinst nicht so riesig? Nö, also ich habe halt seitdem ich klein war, habe ich immer den Porsche von meinem Vater vor Augen. Der hat aus meinem Geburtsjahr ein, aber sonst, ich sag mal so, ne, dieser Golf, den ich habe, Golf 6, ist das beste Auto. Also so ein solides Auto, mein Gott, ja. Aber nein, ich meine, so, das war mein Traum, mal einen Porsche zu haben, den habe ich mir erfüllt und sonst jetzt hat das keinen so einen riesen Stellenwert. Jetzt ist also ungefähr 12 Uhr für euch zur Einordnung, dann ging es zum Gebet, da konnte ich leider gar nichts wirklich filmen, also was auch völlig verständlich ist, für mich war es eine absolut krasse Erfahrung, also ich fand die Atmosphäre super interessant und spannend, aber wie gesagt, absolut verständlich, hier mal doch ein kleiner Shot, wie Marc da sitzt, weil ich das Bild einfach auch so cool fand, die Leute haben mich sehr, sehr, sehr freundlich und cool trotzdem aufgenommen, also freut mich auch, dass ich die Erfahrung einfach mal mitgenommen habe. Von da sind wir dann mit allen zusammen, also die meisten von Cologne Watch sind auch mitgekommen, die da arbeiten und dann sind wir von da zurück in den Laden gefahren.
Einer der wichtigsten Leute aus Köln. Das ist der Abdullah. Also das heißt, wenn ihr... Grüß dich. Das spreche ich so zur Kamera oder gucke ich ihn Du also, kannst dahin, kann du mal zu mir so rüber gucken. Ja, ist besser. Oder ich direkt so mit dem... Guck in die Kamera. Guck in die Kamera. Mit den... mit Corina. Also er ist jetzt für den Laden in Köln zuständig. Von daher, wenn ihr da reingeht, werdet ihr immer sein Gesicht sehen. Und ja, ich wollte nur kurz vorstellen. Danke. Das war schon. Digi, ich habe eigentlich direkt noch eine Frage für dich. Ja. Du hast ja das ganze Ding mit Justin und so begleitet. Erstens, hast du das Gefühl, dass in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren so Luxus- und Luxusgüter gerade bei jungen Leuten gestiegen sind in der Popularität? Erstens das. Und meinst du, dass solche Leute auch einen Einfluss auf den Konsum haben? Also auf jeden Fall. Was die Leute dann kaufen? Also ich sag dir mal eine Sache, diese Iced-Out-Thematik, ne? Also hier sind auch gerade ein paar Händler im Zimmer, ne? Und die können davon auch nur berichten, seitdem, sag ich mal, das ein bisschen populärer geworden ist. Also dann wird es auch mehr von denen gekauft. Und ich kann nur sagen, das beeinflusst die Jugend auf jeden Fall. Gerade wenn jetzt, ich sag mal so, die Jugend, die kriegt von morgens bis abends auf jedem Track Rolex vorgehalten. Natürlich werden die sich dann damit auseinandersetzen. Ja. Am Ende ist die Frage, ob es was Schlechtes oder was Gutes ist. Aber als solches, man bunkert das Geld ja da und gibt es da nicht aus, ne, bei Bekleidung. Wenn du einen Pullover für 1000 Euro kaufst, ist das Geld weg. Also das auf jeden Fall. Also das hat auf jeden Fall zugenommen in den letzten Jahren. Jetzt ist es übrigens ungefähr 14.30 Uhr, damit ihr das mal einordnen könnt. Wir sind dann Ober zu Bräuniger gegangen, wo seine Frau auch als Verkäuferin arbeitet. If you didn't know. Marc hat Stories nebenbei gemacht, als wäre es nichts, und die auch immer direkt alle rausgehauen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und da wurden auch Sachen besprochen bezüglich kommender YouTube-Videos. Ah, da müsst ihr einfach am Ball bleiben, Leute. Ne? Da müsst ihr den Marc einfach auch verfolgen. Da will ich nichts spoilern oder vorwegnehmen, aber sehr interessant auch zu sehen, und da kommen auf jeden Fall krasse Sachen. Das wurde da alles besprochen. Genau, und nach der, sag ich mal, war ja eigentlich keine wirkliche Pause, aber dann ging es auf jeden Fall auch von da wieder zurück in den Laden und zu weiteren Gesprächen. Also, der gute Marc hat jetzt hier nochmal die eine oder andere schöne Uhr uns präsentiert. Der gute Marc muss verkaufen. Der muss verkaufen, die ja. Die Umsätze müssen steigen, Leute. Muss ja exponentiell gesteigert werden. Was hast du zum Beispiel vorbereitet und warum? Hier haben wir jetzt eine Royal Oak 15300, über die haben wir eben am Fenster gesprochen. Mhm. Das ist das eingestellte Modell und der Marke Audemars Piguet das bestlaufendste Modell auch. Ja, die Uhr liegt aktuell jetzt bei 18.900 Euro. Hat sich gut nach oben bewegt. Die würde ich sagen, ziehst du mal an. Wie viele Millimeter sind das jetzt? 39, aber ein bisschen höher von der Aufbauhöhe. Das ist nicht so flach. Uff. Das ist ja zum Beispiel, ne, ist so ein schönes Modell, was jetzt keine Datejust ist, ein bisschen kantiger und so. Würdest du sagen, so ist das Wert stabil? Also, auf jeden Fall. Oder legt das sogar eine Steigerung hin? Ja, das ist ein eingestelltes Modell, es wird so nicht mehr gebaut, das Kaliber hat sich geändert, das ganze Gehäuse der Uhr hat sich verändert, also das ist schon eine Top-Uhr. Ich würde die Kreditkarte einfach mal später hinterlegen. Nee, das ist halt, wenn wir so sitzen, zum einen, du machst viel auf Englisch. Ja, genau. Du hast eine große deutsche Community, da stellt sich die Frage, warum? Ja, also meint man als erstes, ne, dass wir halt die meisten Drehpartner in Deutsch haben. Bei Cologne Watch machen wir es auch auf Deutsch, ne, weil das halt für die Leute angenehmer ist bei meinen Blogs. Ich hatte halt einen Schlüsselmoment, wir hatten einen Kunden aus Malaysia, der war bei mir und meinte halt so, ja, ne, er folgt mir auch, aber ist halt nicht so einfach. Ja. Und als ich dann angefangen habe mit meinen Blogs auf Englisch, ganz zu Anfang, haben sich halt sehr, sehr viele Händlerkollegen oder auch Kunden halt aus Übersee gemeldet, die halt dann die Videos gucken. Am Ende natürlich in den Kommentaren findet man meistens Deutsche, wobei mittlerweile, ich habe zurzeit wirklich 60% nur aus Deutschland. Der Rest ist Ausland und das wächst das halt. Viel. Ja, das wächst, das ja viel. Genau. Die Leute fragen jedes Mal, aber ist nicht schlimm, ja, ich werde es weiterhin durchziehen. Bei diesen ganzen YouTubern, ne, aus Deutschland gestern, ja, ich habe einfach mal Englisch mit denen durchzugehen. Keiner hat ein Problem damit. Auch so ein Knossi hat dann auf Englisch mit dir interagiert? Natürlich, klar. Gib mir the money from the Kasse. Ja, raus from the Kasse, ja. Wie bist du denn in die ganze Thematik überhaupt reingekommen? Thema Fashion auch, also das ganze Anzugthema. Ja. Wann und wie ging das bei dir los? Parfüm und auch das mit den Uhren. Boah, Alter. Das wird jetzt mal hier ein Marathon, oder was? Haben wir was Großes aufgemacht? Nein, also es ging eigentlich los, dass ich damals als ich studiert habe, beim Herrenausstatter angefangen habe zu arbeiten, bei einem sehr klassischen. Dann habe ich irgendwann gewechselt und so habe ich halt immer Anzüge getragen, bin dem Ganzen treu geblieben. Klar. Und die Sache war halt so, bei meinem Dad habe ich am Handgelenk immer irgendeine Uhr gesehen, zum Beispiel eine GMT, eine Pepsi, er wollte mir die nie geben. Ja, was hat dazu geführt, dass ich halt selber sowas natürlich einfach haben möchte. Haben. Ja, genau. Wie alt würdest du dich ungefähr schätzen, als es bei dir richtig losging, wo du deine erste Uhr, die auch selber gekauft hast? Selber, ja, die erste. Also die allererste Uhr habe ich mit 18 nach dem Abi bekommen und die erste Uhr habe ich mir selber gekauft. Was war das? Boah, ich kann dir das sogar sagen. Ich habe bestimmt hier noch einen Screenshot. Das war die Uhr. Die hat zwei Seiten, konntest du damals drehen. Ich trage jetzt kein Gold mehr darum, aber das war die Uhr. Krass. Hier siehst du das Datum.
2013. Oktober 2013. Also gar nicht so lange her, ne? 6 Jahre? Ja. 6, 7 Jahre. Nice. Also das war's jetzt mit dem Arbeitstag. Für mich geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe noch Unterricht, ja, Arabischunterricht, freitags immer. Wie lange ungefähr? Also wie lange geht das? Jetzt von 8 bis dann, wahrscheinlich bis 12, ne? Krass. Je nachdem, wie wir durch sind. Aber dafür geht es halt dann auch ein bisschen zügiger. Ja. Du gehst zurück nach Düsseldorf, nach Köln jetzt? Ich gehe zurück nach Köln. Digi, ich würde sagen, ganz vielen lieben dollen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ultra geil. Also. Und dann würde ich sagen, ich bin auf das Video gespannt. Ich freue mich, lass gerne ein Abo und ein Like bei ihm da. Yes. Und, yes. Macht was der Mann sagt. Sehr und wir sehen uns dann bestimmt nochmal. Yes. Wir sehen uns, Leute. Haut rein, macht's gut. Peace. Also falls ihr euch immer fragt, ne, wie kurz ich davor bin, komplett auszurasten, so kurz davor. So.